90er Jahren grundhaft ausgebaut. Deshalb kann man eigentlich. Beim Informationsabend zu den Baumaßnahmen auf der Donaueschen Straße und der Schmiedestraße blieb kein Stuhl leer. Nachdem im vergangenen Jahr der erste, etwa 50 Meter lange Bauabschnitt auf der Donaueschen Straße fertiggestellt wurde, soll nun, nach dem Stadtfest im Juni, mit dem zweiten Teil begonnen werden. Als nächstes steht die Donaueschen Straße, zweiter Bauabschnitt mit an, von Lange Straße bis hin zur Schössergasse. Wir haben heute en Detail mal im Entwurf vier Teilbauabschnitte für diesen Bereich mit vorgestellt. Wir haben auch die Anregung der Händler gerne mit aufgegriffen, dort nochmal etwas mit zu optimieren und umzustellen und werden das nochmal dahingehend prüfen, dass wir auch dort nochmal die Einschränkungen für die Händler und Betroffenen so gering wie möglich mithalten. Denn den ursprünglich geplanten Bauablauf wollten viele der Händler so nicht hinnehmen. Dieser sah vor, zunächst den hellblauen, dann den orangenen, als drittes den rosa markierten und letztendlich den grünen Bereich zu sanieren. Vicky Klatschinski und ihr Lebensgefährte haben ein Restaurant auf der Donaueschen Straße. Auch sie äußerten Kritik an dem Bauablauf. Weil ich dann, ich habe den Dreck jetzt vor der Tür, dann gehen die weiter und dann kommen die sozusagen zurück und ich habe das Ganze nochmal. Dann habe ich es lieber in einem kompletten Zeitraum, dann habe ich es lieber 2 Monate lang komplett dreckig und dann ist es vorbei. Ja, aber ich habe es einen Monat, dann habe ich es einen Monat nie und dann kommen die zurück und dann geht es von vorne los. Und das finde ich natürlich nie so toll. Um im Vorfeld der Versammlung zu erfahren, was die Händler und Gastronomen bewegt, hatte das City-Management eine Umfrage auf der Donaueschen Straße und der Schmiedestraße durchgeführt. Denn auch hier wird ab Juni 2015 in 4 Bauabschnitten saniert. Letztendlich liegen aber allen die gleichen Themen am Herzen. Die Händler interessieren sich vor allem dafür, wie ihre Geschäfte während der Bauphase beliefert werden und wie die Kunden in dieser Bauphase zu ihren Geschäften kommen. Und natürlich ist es für die Händler interessant, wie die Veranstaltungen in Pirna auch weiterhin genutzt werden können, insbesondere die Einkaufsnacht und die Hofnacht. Denn die Einnahmen aus Hof- und Einkaufsnacht machen einen großen Teil des Jahresumsatzes aus. Deshalb sorgen sich die Händler und Gastronomen besonders um die Erreichbarkeit ihrer Geschäfte bei den Events. Der externe Projektkoordinator beruhigt aber. Die Zugänglichkeit zu den Geschäften und zu den Hauseingängen ist durch entsprechende Gehwegbrücken abgesichert. Wir haben den Bauablauf so eingetaktet, dass zum entsprechenden Event auch möglichst Oberflächen schon fertiggestellt sind, also Pflasterbeläge als auch Plattenbeläge, dass man eine Begehbarkeit absichern kann und versuchen natürlich dann, wenn die Baufirma mit gebunden ist, operativ entsprechende Lösungen vor Ort mitzufinden, damit die Einschränkungen für die Kunden und für die Bevölkerung so gering wie möglich mitbleiben. Da der ein oder andere potenzielle Kunde beim Anblick der Baustelle und durch die nicht vorhandenen Sitzmöglichkeiten im Außenbereich dann aber doch auf andere Geschäfte ausweichen könnte, will das City-Management die betroffenen Händler mit gezielten Marketingmaßnahmen unterstützen. Unerlässlich sei aber auch ein guter Informationsfluss. Am wichtigsten achten wir es, den Händlern rechtzeitig Informationen zu geben. Von daher sind wir oft mit der Stadt im Gespräch, um die detaillierten Bauabläufe zu erhalten. Wir sind in der Woche mit den Baufirmen zu den Baubesprechungen und geben dann diese Informationen per Newsletter oder per Informationszettel an die Händler weiter. Die Bauarbeiten vor dem Restaurant von Sandro Otto sind bereits abgeschlossen. Der Gastronom ist froh, dass auf der niederen Burgstraße jetzt endlich wieder Ruhe einkehrt. Rückblickend ist er aber im Großen und Ganzen zufrieden. Wir haben gut zusammengearbeitet mit der Baufirma. Es hat echt top geklappt. Ich war zufrieden, obwohl es natürlich so eine Baustelle schon beeinträchtigt. Das haben wir auch gemerkt, dass im Restaurant die Umsätze schon rückläufig waren. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt andere Gründe, aber ich denke schon, dass die Baustelle eine große Rolle gespielt hat. Aber die Zusammenarbeit mit der Baufirma war echt angenehm. Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt auf der Donaueschen Straße und der Schmiedestraße sollen voraussichtlich im Oktober abgeschlossen werden. 2016 soll dann mit dem dritten Bauabschnitt auf der Donaueschen Straße begonnen werden.